Hallo, liebe Leute, es geht weiter mit The Path und ja, wir sind immer noch unterwegs mit Carmen. Um Sessel wollen wir aber nicht wieder haben. Ach, da ist eine Wäscheleine. Vielleicht mag Carmen ja Wäsche aufhängen oder so. Ich weiß es nicht. Hol dir mal die Wäsche. Ist das was für dich? Yay, und wieder ein Körbchenprodukt gefunden. Oder auch nicht? Nein, sie überlegt nur. Ach, wie blöd. Ist das nichts für dich? Häng mal Wäsche auf. Nicht? Aber es wird doch so angezeigt hier. Ah, doch. Sie macht doch was. Ist so ein bisschen strange wie mit der Vogelscheuche bei Ruby. Es stört sie irgendwie. Ich weiß aber nicht, was das soll, das Getüdel hier. Sie guckt immer so zurück, als wären wir so schuld oder so. Aber es ist irgendwie nichts für sie oder was. Ich kapier's nicht. Anscheinend nicht. Gut. Dann geh weg von der Wäscheleine, wenn das nichts für dich ist. Obwohl ich das merkwürdig finde. Ich versuch's noch einmal von der anderen Seite. Weil sie es halt benutzt. Das irritiert mich. Wenn die was benutzen, ist es eigentlich immer deren Objekt. Nee, sie wedelt die weg und... Oh, die Wäsche! Oh, ich hab Angst. Die Wäsche! Ich verhedder mich darin. Warum bringst du mich da überhaupt hin? Ja, geh einfach durch. Okay, alles klar, Carmen. Du magst keine Wäsche. Ich hab's schon kapiert. Ist da vorne nicht schon wieder der Holzfäller? Da ist der Holzfäller. Das ist der Wolf. Das ist nicht gut. Da ist auch das Mädel. Was macht die denn da? Ich darf da noch nicht hingehen. Es darf einfach nicht sein. Wenn ich das tue, dann habe ich einfach noch nicht alle Objekte gefunden. Das ist einfach so. Ich habe nur nach meiner Katze geguckt. Da ist wieder das Auto, da waren wir auch schon. Da ist eine Blume, da waren wir noch nicht. Das ist gut. Gehen wir mal hier geradeaus. Den Holzfäller, den finden wir schon wieder da, den bösen Wolf. Und links ist noch eine Blume. Ich glaube, wir müssen uns dann mal da so lang halten. Ja, genau. Die Karte sagt auch, dass wir hier noch nicht durchgelaufen sind. Guckt ihr eigentlich auch immer mit, dass hinter den Bäumen irgendwas ist? Sagt mir ruhig Bescheid, falls ich mal irgendwas übersehen habe oder so. Da oben, da hinten, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Da ist so ein komischer Hügel. Oder ist das wieder der Holzfäller? Nee, das ist die Vogelscheuchen-Dingsbums. Mal gucken, was sie dazu sagt. Vielleicht legt sie sich da aber auch hin wie Ruby. Ruby hat sich da jedenfalls die Vogelscheuche damals angeguckt und sich irgendwie hingelegt. Vielleicht ist das ja so ein Raum, den man wieder aufschließen kann. Wäre cool. Was sagt denn die Carmen dazu? Ah, endlich! Die Sonne. Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich, glaube ich, eine Blume. Genau wie diese hier. Außer, dass dort dann nur eine wäre. Eine schöne Blume, ganz allein. Und dann legt sie sich hier so an den Rand. Okay, dann leg dich da mal hin. Aber ich kann mir vorstellen, dass das einer dieser Räume ist, die man so aufschließen kann oder so. Ja, stehst du wieder auf? Wir sind nämlich noch nicht durch hier. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. So, jetzt gehst du nochmal dahin. Ruby hat da den Kopf abgenommen. Vielleicht macht Carmen ja was anderes. Schön, dass ich die Karte gerade nicht sehen kann.
sie geht hin. Das ist ja schon mal gut. Nee, sie guckt nur wieder. Mach doch mal was. Mach mal was. Ruby hat den Kopf abgenommen. Jetzt musst du die Arme abnehmen. So, die rächen sich alle an ihrem imaginären Wolf. Da, sie pflückt Blumen. Das habe ich noch nie kapiert. Blumen. Ich wünschte, ich wäre auch eine. Ich wünschte, ich bekäme mal welche. Ja, das ist irgendwie schade, oder? Das ist jetzt gut, dass ich nochmal eine gepflückt habe. Ich habe keine Ahnung. Wenn sie dasselbe sagt, dann... Blumen, ich wünschte, ich bekäme eine, ne? Ja, okay. Also einmal machen reicht. Alles klaro. Kapisch. Ja, wo geht's jetzt lang? Ich bin orientierungslos. Ich weiß nicht, wo ich gerade rauskomme. Es war klar, dass ich husten musste. Mein Hals fing an zu kratzen. Was ist das da vorne? Was ist denn das? Da waren wir aber auch noch nicht. Das sieht irgendwie ganz anders aus da vorne. Hm? Nee, jetzt sieht's wieder anders aus. Ist ja komisch. Von weitem. Hm. Ich wünschte, es wäre wärmer. Bla 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 bla. Oh, ich hasse diese Stelle, weil man hier nicht laufen kann. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo ist das Sternchen da? Gut, lauf mal geradeaus. Ach, hier würde ich von einem hübschen Förster beobachtet werden. Warte, ich wünschte, ich wäre da, dann könnte ich schwimmen gehen und mit ein bisschen Glück würde ich vielleicht von einem hübschen Förster beobachtet werden. Da hinten ist ja ein Förster. Heißt das, sie ist vielleicht gestorben, weil sie schwimmen gegangen ist und dann hat er sie gesehen und dachte sich, ne, die kamen. Die kamen, die mache ich mir klar. Und dann war es das mit Carmen. Hat er sie mit seinem Beil. Ne? Weißt du Bescheid. So sieht's aus. Ist das wieder unsere Graffiti-Mauer da hinten? Ich mach mal einen Schlenker nach rechts. Ich will da nicht hin. So. Ich laufe mal lieber hier lang. Hier waren wir noch nicht so. Bei so 6 Objekten, die man finden kann, ist es ja aber auch komisch. Ach, guck mal, ein Blümchen. Ich sag ja, hier waren wir noch nicht. Das ist der Weg. Eigentlich müsste hier langsam mal wieder ein Objekt für sie kommen und nicht immer nur für die anderen. Aber das wird mir bei der nächsten wahrscheinlich auch so gehen. Hier wird mir aber auch immer so was angezeigt, als ob ich doch einen Wegweiser hätte. Also diese Dose gerade eben ist zum Beispiel immer so an der Seite mitgegangen. Wie so ein, ja, so ein Fadenkreuz. Hier, da sieht man sie wieder links, die Dose, je nachdem, wo ich auch gerade drehe. Soll ich doch eher nach da oder was wollt ihr von mir? Boah, ich bin total verwirrt hier, echt. Ich denke immer, ich habe den Weg und dann habe ich ihn schon wieder verloren. Ach, egal. Ich laufe einfach durch den blöden Wald allein. Sie will ja nicht gerne alleine sein. Die Carmen ist halt eine, die mag Wärme, die will nicht alleine sein. Will zwar schön sein, will eine Blume sein, aber so ganz alleine, ne? Hm.
Gehen wir mal hier auf den Hügel. Es ist einfach auch ratsam, teilweise geradeaus zu laufen. Es sei denn, man orientiert sich hier. Nein, ach, die Dose da, das XXX-Dosenzeichen, ich weiß nicht, ob das eine Dose ist, die führt uns zum Wolf, habe ich gerade das Gefühl. Ich weiß nämlich, dass oben an der Karte mit dem Sternchen, wo wir sind, da waren wir schon oft. Da sollen wir eigentlich nicht hin. Da ist nämlich der Wolf, das heißt, das Ding führt einen dahin. Wo sind aber die ganzen anderen Objekte für sie? Da muss es doch noch mehr geben. Man hat das Gefühl, man rennt Stunden hier durch den Wald, aber es ist so riesig und weitläufig zum Teil. Karte bitte. Bisschen schneller. Och, Lilly. Ja. Hilfst du mir? Komm mal her. Da ist meine Katze. Die will mit durch den Wald laufen. Hallo. Sagst du Hallo? So. Dann musst du hier bleiben. Dann ist das so. Dann spielst du kurz mit. Ja. Dann spielst du mit. Das ist meine Lilly. Die kann extrem nerven bei Aufnahmen, aber kann auch extrem süß sein und daran müsst ihr euch gewöhnen. So. Solange sie ruhig auf meinem Schoß sitzt, ist das okay. Und das tut sie gerade. Ja. Jetzt habe ich die Karte kurz gesehen, habe gesehen, dass ich eigentlich zu weit oben bin. Ich weiß aber, wenn man zu, also wenn man immer weiter nach oben läuft bei der Karte, dann kommt man irgendwann unten wieder raus. Ja, so ist das. Und da ist eine Blume. Vielleicht ist dieses Gitter hier ja auch was für sie. Ach, das ist was für dich, oder? Findest du es gut? Ist es irgendwie interessant für dich? Sie guckt es sich ja aber auch nur an. Ich finde es komisch, es ist wie mit der Wäscheleine. Ach doch, sie macht was. Dieses komische... Das ist ja ein Zaun, ist ja kein Gitter. Das macht ja nicht so ein Stacheldrahtzaun. Okay, sie hat sich da jetzt durchgeschlichen. Durchs Loch. Und nochmal, weil es lustig war. Ich mach nichts mehr. Lilly, verstehst du das? Lilly versteht das auch nicht. Carmen geht wahrscheinlich jetzt auch nochmal durch. Ja. Verstehst du das? Verstehst du das? Es tut mir so leid. Ich würde gerne weiterspielen, aber sie hat so einen Katzen... Bitte kümmere dich um mich, Blick. Darauf muss man reagieren und Carmen kann auch ein Päuschen machen. Nein, okay, es geht weiter. Ich gehe weg. Ich finde es aber komisch, dass das jetzt wieder kein Objekt war. Ich meine, sie hat es doch benutzt. Hätten wir mit Ruby da auch durchgehen können? Ich weiß es nicht. Ja, ich könnte die Runde beenden. Also ich würde schon sagen, dass ich dann Objekte gefunden oder nicht. Ach, hier. Schon wieder Klavier und Brunnen. Das ist ja doof. Wo bin ich? Ach, sie wird wieder weggebracht. Das Mädel bringt einen immer wieder weg, Lilly. Also wenn man das Mädchen trifft und man raus möchte wieder auf den Weg, dann bringt die einen... Nee, dann bringt sie einen nicht weg. Das ist so komisch. Wo bin ich jetzt? Gott, ich brauche die Karte einfach mal ein bisschen länger und nicht nur so ein paar Sekunden. Kann ich überall langlaufen.
Also gegen Ende diesen Parts werde ich auf jeden Fall natürlich zum Wolf gehen, damit wir Carmen geschafft haben. Bin aber ein bisschen unglücklich dann, weil ich mir ja Mühe gegeben habe, dass man alles findet. Aber irgendwie, wie gesagt, man kann hier auch Stunden rumlaufen. Na, wo bin ich? Ach so. Warte, machen wir mal so einen Schlenker nach rechts und laufen querfeldein. Ich versuche hier mal jetzt so ein bisschen auf dem Weg zu bleiben. So. Vielleicht haben wir ja Glück und da kommt noch was. Ich sehe da hinten zumindest schon mal wieder ein Blümchen. So ein bisschen links gehalten. Wir bleiben aber mal kurz auf dem Pfad. Die Orientierung nicht schon wieder verliere. Da ist das Mädel wieder. Da, wo das Mädel ist, ist es gut. Du sollst nicht da stehen bleiben und dich sollst das nehmen, die Blume. Und Blümchen und neuer Weg und neuer Gegenstand. Bitte, bitte, bitte. Ein Stiefel. Jawohl. Nächstes Objekt gefunden. Was ist denn das? Was ist das jetzt? Nicht mein Stil. Absolut nicht mein Stil. Auch nicht meine Größe. Carmen regt sich schon wieder auf. Das Wetter ist ihr nicht schön. Und ach ja, hier. Vielleicht ist das ja auch was für sie. Na, ist es was für dich? Bitte sei die Richtige. Nee, ich glaube, auch das wäre wieder eher Scarlett gewesen, wegen Musik und so. Das ist bestimmt nicht Carmen. Schade, das wäre ihr Objekt bestimmt gewesen. Ich merke langsam, dass es so eine Art Zusammenhang gibt einfach. Also die Objekte sind schon dem angepasst irgendwie, wie ich glaube, wie sie gestorben sind. Also jeder hat da so seinen Wolf im Leben gehabt und damit hängt das auch zusammen, was wir halt hier finden. Ich meine, das war mir vorher auch schon klar, aber dass die Gegenstände auch so zusammenhängen. Man kann jetzt also zum Beispiel sagen, alles was Musik ist, das Klavier, auch das, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, für das Ding gerade eben, das wäre, glaube ich, Scarlett gewesen. Während Carmen alles, was warme Sachen sind, warm macht, Badewanne, Sessel sich reinsetzen und sie wollte schwimmen gehen und sich da dem Typen zeigen, das ist so, das ist sie. Auch der Stiefel hält warm. Ich weiß nicht, also es gibt schon so einen gewissen Zusammenhang. Ist interessant. Doch. Ich will halt nicht schon wieder zum Nebel laufen, ist auch blöd. Da ist aber das Mädel wieder, das muss doch was bedeuten. Hey, Geistermädchen. Wo läufst du denn hin? Zum bösen Wolf? Vielleicht? Ich will da ja eigentlich gar nicht hin. Noch nicht. Wir sind 20 Minuten, obwohl wir könnten da doch langsam hin. Ich werde eh nicht alles geschafft haben, aber es ist halt so. Obwohl es ja interessant ist, mehr zu erfahren. Aber so viel Information geben ja die Gegenstände auch nicht her. Also so lala. Da ist der Sessel wieder. Ich sehe ihn von weitem schon. Ach, Manu. Ich frage mich, ob man hinterher, weil ich höre es nicht so, ich frage mich, ob man das, ob sie das, das Mikrofon, das Schnurren meiner Katze die ganze Zeit aufnimmt. Sie wartet halt sehnsüchtig darauf. Hier ist so ihr Schwanz noch, dass ich sie streiche, aber ich kann halt gerade nicht. Das kriegt sie danach dann.
Ist das eine Blume gewesen? Nee, ich glaube nicht. Komisch, dass es auch immer blutig, fleckig wird, nur weil die rennen. Als ob sie so Nasenbluten kriegen von zu viel Waldlauferei. Aber wenn es halt so ist, dass sie schon gestorben sind, dann spielen wir ja quasi jetzt deren Geister, oder? Es ist wie, ja, am Anfang sitzen sie ja alle in einem Raum. Und als ob man so deren Geistergeheimnisse lüftet oder sowas in der Art. Weit dahergeholt. Kommt mal die Karte wieder. Ich sehe nur Baum. Okay. Jetzt müssen wir uns auch langsam auf dem Weg zum Wolf machen. Es sei denn halt, ich finde hier noch was. Ich mache meine letzte Runde jetzt und dann, ja, war's das. Dann ist es halt so. Da habe ich nicht alle Räume aufgeschlossen und nicht alle Teile gefunden, aber immerhin mir Mühe gegeben und etwas mehr gefunden als bei Scarlet. Da liegt doch noch was. Bitte lass es ein Objekt für sie sein. Na? Interessiert dich das da, das komische Kissen? Das hält dich bestimmt auch warm. Schade, das interessiert sie nicht. Ach, das ist dieses Holzstück und ich meine, dass da damals das Messer oder so drinne steckte. Von daher, ja. Der Baum vielleicht, den hatten wir auch noch nicht. Vielleicht ist der Baum ja interessant. Für sie. Nein, das ist für die Kleine. Okay, man erkennt sich schon. Das finde ich ganz gut gemacht eigentlich, dass man das halt so wenigstens dann verstehen darf, dass das für eine andere ist. Wie ist das wieder, die Blumenvogelwiese? Ja, ne? Ist das dieselbe? Jetzt geht sie da selber wieder hin. Nein, tu es nicht, wir hatten das doch schon. Ah, endlich! Die Sonne! Schön, wenn ich bla bla bla. Sie will gerne Blume sein, bla 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 bla. Lauf wieder raus, Mädel. Da ist wieder die Wäscheleine. Ich renne hier im Kreis. Es ist aber auch, ich weiß nicht, es ist halt, wie soll man das schaffen? Ich meine, also ja, klar kann man das schaffen, aber ich habe eine gewisse Zeitvorgabe und... Wenn man sagt, so, ich nehme jetzt mal oder ich spiele jetzt mal eine halbe Stunde und ich möchte die jetzt schaffen, dann rennt man sich dusselig. Ich orientiere mich jetzt mal an der Dose. Ich glaube, dann kommen wir auch zum Wolf. Dose alleine. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll, aber ganz leicht oben am Rand, da sieht man das. Und die führt mich immer so ein bisschen, wo auch immer hin. Ich glaube halt zum Wolf. Da gehen wir jetzt hin, zum bösen Holzfäller. Da vorne ist er nämlich. Und hackt sein Holz. Und hat die gute Frau beim Schwimmen. Und so. So sieht's nämlich aus. Ich möchte aber, wo ist er denn jetzt? Ich möchte auf die andere Seite, wo er ist. Ich möchte da vorne hin. Hier war nämlich auch noch mal ein Objekt. Ach, geht schon wieder los. Ich kann nicht mal was einsammeln. Ach doch, ich darf noch. Das Zelt ist zu. Die Hütte ist zu. Aber das Bier scheint frisch zu sein. Und die Feuerstelle ist noch warm.
Mhm. Soweit ich weiß. Ja, ach ja, sie geht ja nur immer dann. Ja, jetzt ist meine Katze weg. Die hat sich gerade so ein bisschen am Kabel am Hals. Es war nicht gut hier. Oh, ich muss mich mal anders. Du sollst doch da noch nicht hingehen. Ach, Carmen. Ich wollte doch noch was einsammeln. Macht sie das jetzt schon selber? Okay, sie macht es selber. Yay. Sie macht das Feuer warm. Da hinten ist das Geistermädel wieder. Wie so eine Art Engel, der die Mädchen so ins Jenseits geleitet. Die warme Glut streichelt meine Haut, schält mich Schicht um Schicht, bis ich rein bin. Für dich. So kann man es auch sehen. Von außen kalt und von innen warm. Drehender Kopf und sprudelndes Blut. Ja, das lernen wir alle am Wochenende. Das ist ganz wichtig. Okay. Du hast ja dein Bier jetzt schon gehabt. Ich danke, dass ich mit ihr noch steuern darf, oder auch nicht. Oder dass sie die Gegenstände hier wenigstens jetzt noch eingesammelt hat. Das Feuer hast du auch schon gemacht. Da ist das sexy, böse Holzfäller. Jetzt macht sie wieder das Feuer. Ich will zum Zelt gehen, wo das Mädel ist. Es war jetzt nicht von mir wieder beeinflusst. Sie macht es schön warm und so. Ja. Nein, hör jetzt auf damit. Carmen, hör jetzt auf. Geh zum Zelt. Da, wo sie ist. Geh da rein, zu ihr oder so. Was hat sie denn? Ich weiß es nicht. Also, es ist sehr merkwürdig. Dann gehe ich jetzt noch mal einmal zum Häuschen. Wie, du gehst jetzt wieder zum Feuer, echt. Dann kriege ich einen Rappel. Der Förster wartet schon auf uns. Die tun mir alle schon ganz schön leid, die Madams hier, weil, ja, geh mal da rein. Du kriegst sie nicht auf, okay. Okay, jetzt versucht sie es nochmal, oder was? Dass sie immer alles hier doppelt und dreifach machen muss. Es ist immer so, wenn man nicht selber dann weggeht, also es hinbekommt, dann machen die das auch noch dreimal. Ich gehe zum Förster. Wo ist er denn? Stand doch hier die ganze Zeit. Hä? Da ist er. Hallo. Ich habe das Feuer schon mal heiß gemacht für uns. Ja. Schwing deine Axt. Unterhalte dich mit mir. Der hat ja gar keine Haare mehr auf dem Kopf. Und jetzt? Nee, ich kann nichts machen. Wir sind, glaube ich, wir sind in der Sequenz. Oder? Kann ich doch gehen? Doch, sie kann gehen. Was ist denn jetzt? Sie hat jetzt seine Mütze aufgesetzt und nu? Hä? Ich gehe mal hinter ihm her. Herr Förster, warten Sie! Ich bin doch die Carmen. Kann sie das Holz vielleicht noch irgendwie? Komm, geh mal nochmal zu ihm.
Beachte mich. Und wenn wir seine Axt nehmen, hier, Enter. Red doch mal mit ihm. Oder er mit ihr oder wer auch immer. Hä? Sie steht hier direkt neben ihm und... Er beachtet mich überhaupt nicht. Dabei wollte ich doch draufgehen. Und er schlägt hier einfach sein Holz. Wir haben das Käppi jetzt auf. Mal gucken. Vielleicht geht ja jetzt die Tür auf. Versuchen wir das nochmal. Mit Käppi geht das bestimmt jetzt. Oder in das Zelt halt nochmal gehen. Wenn das jetzt nicht klappt. Nee, klappt nicht. Dann nochmal das Zelt. Ich wünschte, ich könnte laufen, aber ich kann es leider nicht. Damals war es ja so, dass man mit Ruby auf die Bank sich zu ihm setzte. Und gerade eben mit der Scarlet war es das Klavier. Und dann kam sie von alleine, diese Frau. In diesem Falle weiß nicht. Das Zelt vielleicht? Sie benutzt es aber halt auch einfach nicht. Ich check's nicht. Dann nochmal das Feuer. Vielleicht setzt er sich dann dazu. Wäre ja auch ein guter Ort. Dass sie sich da jetzt hinsetzt und er dann dazukommt. Und das Mädchen verkriecht sich da hinten immer. Ich finde das so merkwürdig irgendwie. Ich stehe jetzt wieder auf. Es macht gar keinen Sinn. Dann nochmal das andere Zelt. Aber da ist das Bier. Das wird nicht richtig sein. Sonst gehe ich nochmal zu ihm. Es nutzt ja nichts. Er ist der böse Wolf. Der muss jetzt. Ja, jetzt trinkt sie wieder. Sollst du doch nicht. Ach, er kommt. Er kommt. Das Bier war anscheinend doch noch nicht im Körbchen oder so. Jetzt kommt er und will auch eins. Jetzt trinken die zusammen. Ja, okay. Weil die sich zusammen ein bisschen halt... Ja. Zusammen ein bisschen berauschen wollen. Aha. Aber sie ist ja irgendwie immer noch da. Es tut sich gar nichts. Kannst du mal hier gehen? Schön. Und wenn du ihn jetzt nochmal anbaggerst? Ich kapier's nicht. Es ist so sinnlos. Keine Ahnung. Kapier ich nicht. Die haben doch jetzt schon was zusammen getrunken. Was willst du denn noch von mir? Ja, streck dich mal. Gefällt sie dir nicht, oder? Die hübsche Carmen. Er ist irgendwie aber auch komisch, oder? Ich versuch's nochmal hier. Ich bin ein bisschen gespannt gerade. Ich bin auch irgendwie sprachlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die Zeit vergeht und ich dachte, wir sind jetzt hier echt durch. Ach, jetzt kommt die andere. Warum kommt denn jetzt die andere? Ich bin doch hier beim Wolf, oder nicht? Oder ist es nicht der Wolf? Doch, das ist der Wolf. Da, wo andere Leute sind, das ist der Wolf eigentlich. Vielleicht heißt es halt auch, verkriech dich, versteck dich oder irgendwie so. Und nochmal trinken?
Ich, keine Ahnung. Er kommt aber auch jetzt nicht. Das ist auch komisch. Gerade eben kam er wenigstens. Ja, ich weiß nicht, liebe Leute. Ich bin ein bisschen irritiert gerade. Ich werde mal ganz kurz... Jetzt setzt sie sich da wieder hin. Das habe ich gar nicht gemacht. Das macht sie von alleine. Wenn er dazu käme, mal wäre er schön. Kommt er aber nicht. Das klingt auch ein bisschen leicht asiatisch. Ich werde jetzt mal ganz eben ganz kurzen Cut machen. Ich ralle es sonst gerade nicht. Vielleicht hier, er haut ja auch mal da rein, wo ein rotes X ist, was auch logisch ist. Vielleicht ihm die Axt mal wegnehmen. Guck mal jetzt. Jetzt? Er macht doch eine Pause. Nimm die doch mal. Nö. Nimm sie dir. Dann kann er nicht mehr Holz fällern. Och Mann. Dein Cappy hast du doch auch... Ich kapier's nicht. Ich mach mal kurz einen Cut und bis gleich. Also wenn ich das richtig gesehen habe, gerade in einem anderen Let's Play, dann ist es schon richtig, dass ich mich hinsetze, aber ich darf nicht so schnell aufstehen, glaube ich, sondern ich muss mal einfach sitzen bleiben. Dann machen wir das einfach nochmal. Setz dich mal dahin. Nicht das Feuer. Nein. Nicht das Feuer. Du setzt dich da jetzt hin. Genau. Und da bleibe ich jetzt sitzen und warte, dass der böse Holzfäller kommt. Nein, nicht aufstehen. Oh, da. Das ist ja komisch. Da war ja ein anderes Mädchen zu sehen, was so aussah wie Red Riding Hood, das kleine Rotkäppchen, so mit rotem Cape und so. Sehr interessant, wenn man einfach mal ein bisschen länger verweilt. Kommt der noch, oder? Er kommt. Oh, er kommt. Scheiße. Oh Gott. Er setzt sich tatsächlich dazu und denkt sich, ja, wenn sie da schon sitzt... Bierchen haben wir getrunken. Setze ich mich mal zu der Carmen. Alles klar. Das Mädchen läuft weg. Als hätte sie es geahnt, dass er böse ist, hat sie sich schon immer in diesem Zelt versteckt. Als ob sie Carmen oder uns als Spieler warnen wollte. Das ist schon ein bisschen unheimlich. So, dann stehen wir auf. Dann haben wir Carmen auch geschafft. Uiuiui, okay. Das hätte ich natürlich jetzt schneller schaffen können, aber irgendwie... Ja, sie soll halt sitzen und warten, bis er kommt. Das weiß man ja nicht. Oh, die gehen auch so lethargisch, komisch, geistermäßig gehen die da schon lang. Es geht nach Haus, sozusagen. Durch die Pforte des Himmels. Metaphorisch gesehen. Der Part ist jetzt schon viel zu lang eigentlich. Ich will immer nur pro Woche ein Part 30 Minuten machen, aber egal. Dann hat man halt auch mal wenigstens eine Person fertig geschafft und dann
können wir die nächstes Wochenende dann neu anfangen. Das finde ich ganz gut eigentlich. Dann ist der halt ein bisschen länger noch. Also sie sind ja sowieso schon länger, einfach aufgrund dessen, weil es die ja nur am Wochenende gibt. Aber dann ist der Wochenendpart lang, lang, lang. Wen es halt interessiert und wer es halt gucken will. Und alle anderen gucken sich halt anderes an. So ist das im YouTube-Leben. Ja, das ist Großmutters Haus oder sowas. So, wir gehen fix durch. Wenn ich darf, wenn ich kann. Ich finde das Großmutterhaus übrigens gruselig. Oh, mit so einem Sägeblatt auch noch an der Decke. Schön. Ja, so wie wir es mögen. Da wieder das Messer. Diesmal ein Kreuz an der Tür, wie vom Förster gekennzeichnet. Es muss halt immer auch so ein paar Zusammenhänge geben. Ja, da unten ist ein Baumstumpf. Das haben so ein paar Details, sind dann doch schon zu verbinden vom Thema her. Des Mordes, des Mörders sozusagen. Der Thron und die Untertanen, Stühle oder so. Es ist schon reichlich psychomäßig hier, also es ist aber auch sehr kreativ, also ich mag ja Psychokram, kann man so viel ruminterpretieren, aber es muss auch immer schon ein bisschen einen Zusammenhang haben. Oh, es ist gruselig gemacht hier mit diesen Gängen, nicht schön, überall diese, ach jetzt ist das links gewesen, da wo wir gerade herkommen. Ich höre irgendwie Gestöhne. Kann man sich ja auch irgendwie ein bisschen was denken. Das ist voll krank. Da ein riesen Elchkopf. Hirschkopf. So, ab durch die Tür, Carmen. Durch die Tür des Försters. Und da es brennt, hat er sie vielleicht verbrannt am Ende oder so? Kann auch sein. Es wird ja keiner bemerken im Wald. Es hat ja auch alles mit dem Wald einen Zusammenhang, denke ich mir gerade. Okay, krass. Das Bett. Kommt ein Baum raus. Uff. Ende des Kapitels 3, gesammelte Dinge 2 von 5. Ach, schade. Extra Räume aufgeschlossen, 3 von 3 sogar. Zurückgelegte Strecke, 3283 Meter. Wolf begegnet, jawohl, erfolgreich. Rang B. Du hast den Campingplatz gefunden. Ach, das war ein Campingplatz. Okay, alles klar. Gut. Geschafft. Wunderbar. Mit einem sehr langen Part heute. Damit, wer bleibt denn überhaupt noch? Damit bleiben noch Ginger, die kleine Rose und die noch kleinere Robin. Ja, entscheidet doch einfach mal, wen ihr als nächstes haben wollt. Falls wir am nächsten Wochenende dann wieder 2 Personen schaffen, dann sonst auch 2 Personen hinschreiben. Oder wen ihr halt als erstes haben wollt, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ginger, Rose oder Robin bleiben übrig. Ich bin gespannt auf eure Wahl und eure Interpretation auf Scarlett und Carmen bezogen und wünsche euch damit noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Wochenende und in den nächsten Part von The Path. Bis dann. Bis dann bei The Path.